Hey Freunde, heute spielen wir wieder was anderes mal. Wer weiß Willkommen, denn sowas? willkommen zu Wer weiß denn sowas? So, wir müssen erstmal ins Technik. Der Technikraum. Hier kannst du Weil da Sound, müssen wir Sprache leider und die Musik ein Ähnliches bisschen. einstellen. Das war jetzt hier mit Musik. Habe ich schon jetzt ausgemacht, aber die Musik immer noch. Immer noch. Ah, das ist toll. Laut. Ich habe die Musik jetzt ausgemacht, Leute. Maske? Nein. Maske? Bist du sicher, dass du so in die Show willst? Lass da Ja, lieber mal klar. einen Profi ran. Kopfhörer. Ja. So gehe ich in die Show rein, genau. L. Boris. So, mal eins bestätigen. So, und jetzt gehen wir mal on air. Der Moment der Wahrheit. Für welches Team entscheidest du dich? Welches Team? Ich möchte zu Team Elton. Ich stehe zu Elton. Ja, warum die Musik immer noch da ist, verstehe ich nicht. Ich habe eigentlich die Musik ausgemacht. Möchtest du einen kurzen Generalprobe? Nein, brauchst du nicht. Ich habe das doch schon mal gespielt. Heute bei Wer weiß denn sowas? Bernhard Hoecker und Elton. Und jetzt geht's los. Ich hoffe, ich bin ein bisschen stau. Für die beiden, die mir mehr was rausgeben. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Das sind wir wieder mit Wer weiß denn sowas? Wussten Sie, meine Damen und Herren, dass Kängurus sich nicht rückwärts bewegen können? Wussten Sie das? So, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir haben zwei wunderbare Teams. Also, bei dieser exquisiten Besetzung hat sich natürlich auch unser Publikum lange Gedanken gemacht, auf Ja, ich welches hoffe, Team dass sollen jetzt wir noch heute mehr setzen, hatten. auf welche Seite sollen wir uns setzen. Das Team Bernhard haben hinter sich gebracht. Oh, und das Team Elton. 46 nur. Okay, das braucht mir keine Zucker zu drin. Ihr habt jeweils einen Publikumsjoker, den ihr einsetzen könnt. Und für jede richtige Antwort gibt es 500 Euro. Jetzt geht's los. Hier ist die Wand. Die Kategorien sind heute: Wie ticken wir? Clever. Das Fragezeichen. Musik. Wunder der Natur. Essen und Trinken. Im Labor. Sonne, Mond und Sterne. Total genial. Tierisch, tierisch. Unser Körper. Und damals. Das Team, das mehr Menschen hinter sich versammeln konnte, darf die erste Kategorie auswählen. Was soll eure erste Kategorie sein? Die dürfen heute mehr Leute haben. Toll. Entscheiden wir uns für das Fragezeichen? Ja, dann lass uns die doch einfach nehmen. Das Fragezeichen bitte. Was ist für Feuerwanzen laut Forschern der Harvard University ein Quell ewiger Jugend? A. Philippinische Fernsehshows, B. amerikanische Magazine oder C. deutsche Volksmusik? Eventuell B? Das meine ich, hätte ich schon mal gehört. Wie stehst du zu A? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir nehmen B, Punkt. Also, ja. B ist eingeloggt. Ja, wer weiß, ne? Könnte alles sein. Klingt spannend, ist es auch. Forscher der Harvard University waren erstaunt, als sie entdeckten, dass einige der untersuchten Feuerwanzen einfach nicht erwachsen wurden. Sie blieben im Larvenstadium. Der Grund? Die Insekten nahmen eine Substanz auf, die die letzte Häutung zum erwachsenen Tier verhindert. Diese Substanz stammte von der Balsamtanne, einem Baum, aus dem in den USA Papier hergestellt wird. Der kuriose Grund für die Käferjungtour lag auf dem Boden der Petrischalen. Die Feuerwanzen wurden nämlich auf eben diesem Papier amerikanischer Magazine aufbewahrt. Die ersten 500 Euro auf eurem Konto. Welche Kategorie soll es denn zur Eröffnung sein? Liebe Elton, du isst gerne,
deswegen nehme ich jetzt. Ja, warum kann ich nichts auswählen? Vorschläge. Ja, nein. Wie? Wer seinen Konsum von ungesundem Essen reduzieren will, sollte A. vor einem Spiegel essen, B. beim Essen immer einen Hut tragen oder C. während des Essens klassische Musik hören. 4. Es lächelt mich irgendwie A an. Ja, komm. Dann nehmen wir A. Ihr habt A eingeloggt. Ja, logisch. Hier ist die Lösung. Man soll vor dem Spiegel essen. Forscher der University of Central Florida fanden heraus, wenn wir uns selbst beim Verzehr von ungesunder Nahrung sehen, greifen wir lieber zu Obst. Der Grund? Wir bekommen ein schlechtes Gewissen, wenn wir uns dabei beobachten, wie wir etwas Falsches tun. Das funktioniert allerdings nur, wenn wir selbst das Essen ausgewählt haben und uns dafür verantwortlich fühlen. Das kenne ich. Das habe ich schon mal gehört. Die ersten 500 Euro auf eurem Konto. So, weiter gehen wir. Unser Körper. Klingt doch interessant. Klingt am vernünftigsten. Unser Körper. Wir nehmen unser Körper. Das in großen Mengen in tierischen Produkten enthaltene Vitamin A. A transportiert Eisen ins Blut. B unterstützt den Aufbau des Bindegewebes. Nein. Oder C kann bis zu 2 Jahre im Körper gespeichert werden. Sag mal A. C möglicherweise? Soweit ich weiß, können Vitamine nicht im Körper gespeichert werden. Wäre B eine Möglichkeit? Kann sein. Oh, A vielleicht? Das wäre zu einfach. Wir loggen B ein. Ist aber A. Wir haben B eingeloggt. Wir schauen, ob das auch wirklich, wirklich, wirklich stimmt. Nee. 30 verschiedene Vitamine in den Körper. Viele sind wasserlöslich und werden im dünnen Darm direkt in den Blutkreislauf befördert. Während sie keinen festen Lagerplatz haben, ist das bei fettlöslichen Vitaminen anders. Dazu zählt das für das Sehen sowie Haut- und Knochenbildung wichtige Vitamin A. Dieses lagert sich in der Leber ab. Je nach Bedarf kann der Körper hier darauf zugreifen, denn Vitamin A kann bis zu 2 Jahre gespeichert werden. Oh. Es bleibt bei 500 Euro. Okay, das wusste ich schon nicht. Nächste Kategorie, bitte. Das geht. Also ich persönlich würde gerne Essen und Trinken nehmen. Dann nehmen wir es auch. Der Kater nach einem feuchtfröhlichen Umtrunk ist am schlimmsten, wenn A. ausschließlich sahnige Cocktails getrunken wurden, B. überwiegend dunkel gefärbter Alkohol getrunken wurde oder C. vornehmlich Getränke ohne Kohlensäure getrunken wurden. Boah. Ich weiß aber auch, dass wenn man die Wahl hat zwischen dunklen Schnäpsen und hellen Schnäpsen, die hellen trinken soll, weil das halt klarer ist. Da ist halt wirklich nichts gefärbt, da ist keine Chemie dabei, das ist halt klarer Schnaps. So ein süßliches Zeug wahrscheinlich. Und Zucker ist natürlich überhaupt dann nicht gut. C schon mal nicht. Ich glaube, wir nehmen B. Komm, wir nehmen B. Dann nehmt ihr B. So, hier kommt Cocktails. Der morgendliche Kater lässt den feuchtfröhlichen Abend schnell verblassen. Und der Kopfschmerz fällt, laut einer Studie der amerikanischen Brown University, umso heftiger aus, je mehr Aceton, Acetaldehyd, Tannine, Furfurale oder Fuselöle in dem Getränk enthalten waren. Diese sogenannten Begleitstoffe kommen gehäuft in Whisky, Rotwein oder Bockbier vor, also dunkel gefärbten Getränken. Oh, was ein Glück. 1000. Ja, ihr Liebe, habt ihr euch zum Glück gesetzt? Aber nein. Aber ihr traut mir ja nicht. Wie geht's bei euch weiter? Musik gefällt mir. Ja, da sind wir uns auch einig. Musik bitte.
Der Eurovision Song Contest von 1974 durfte in Italien erst 5 Wochen nach der Aufzeichnung ausgestrahlt werden, weil A. der Tag auf einen hohen Kirchenfeiertag fiel, B. das italienische Fernsehen in Generalstreik ging oder C. erst ein neues Scheidungsrecht verabschiedet werden sollte. Was sagst du doch zu B. A? Das klingt für mich total schlüssig. Was hältst du von B? Ich habe das noch nie gehört. Ich bin für A. Ihr habt euch da sehr sympathisch auf A geeinigt. Hier ist die Lösung. 1974 sang Gigliola Cinquetti den italienischen Beitrag Sea beim Eurovision Song Contest in Brighton, den aber mit Waterloo gewann. Im italienischen Fernsehen wurde der Wettbewerb an diesem Tag aber nicht ausgestrahlt. Dazu kam es erst am Abend des 12. Mai. Denn an diesem Tag fand ein Referendum über das Scheidungsrecht statt. C. Der Balladentitel, befürchteten Politiker, hätte die Abstimmung durch die vielen Cs, also Ja's, beeinflussen können. Egal. Es bleibt bei 500 Euro. So. Also, nächste Frage. Jetzt. Nicht unbedingt, aber ich werde es trotzdem mal probieren. Dann nehmen wir Clever. Oh, Clever bist du. Was hilft gegen Flecken im Seidenschal? In Zitronenlimonade gelöstes Lakritz, B. in Spaghettiwasser geschwenkte Apfelscheiben oder C. in Spiritus gerührtes Salz? Also C schließen wir schon mal aus. Okay. Ja, nein. Ich persönlich wäre ein bisschen für A, hab keine Ahnung warum. Ja, komm, ich nehme A. Ein komisches dran. A ist eingeloggt. Kann das wirklich sein? Nee, 100% C. Im empfindlichen Seidenschal. Die Lösung Salz und Spiritus. Was Dank hab ich gesagt? Ethanols C. löst Spiritus Fett. Hälte nicht für einmal auf Salz Tisch. Enthält Natriumchlorid und die Rieselhilfe Kalk. Die kleinen Kalkkristalle zersetzen die Farbstoffteilchen in der Flecken. Einfach mit lauwarmem Wasser auswaschen und der Fleck ist tatsächlich verschwunden. Wie ich gesagt habe, es bleibt bei 1000 Euro. Nächste Kategorie. Sollen wir einfach tierisch-tierisch nehmen? Aber das finde ich zum Beispiel, gefällt mir gerade total gut. Tierisch-tierisch, bitte. Der zoologische Name A des Brillenbären ist aha aha, B der Brillenschlange ist naja naja oder C des Brillenpinguins ist oja oja. Ich habe keine Ahnung. Fällt dir zu B was ein? Naja naja ist auch richtig geschrieben. Wäre C eine Option? Oh ja, würde ich ohne das H schreiben. Antwort A. Aha, aha, ist richtig geschrieben. Also meine Antwort ist C. Ihr sagt C. Hier ist die Antwort, und zwar die richtige. Oh ja, Brillenpinguine sind niedlich, aber ihr zoologischer Name kommt aus dem Lateinischen und lautet Sviniscus demersus, tauchender Pinguin. Okay. Trematos ornatus ist eine griechisch-lateinische Namensherleitung und bedeutet, grob übersetzt, geschmückter Bär, vor dem man zittern muss. Neuhochdeutsch Brillenbär. Der zoologische Name Naja Naja geht auf das Sanskritwort Naja zurück und bedeutet ganz einfach Schlange. Und eine der giftigsten Schlangen ist die Naja Naja Brillenschlange. Das heißt, kein Geld für euch, es bleibt bei 500 Euro. Wenn ich euch bitten darf, die nächste Kategorie auszuwählen. Das klingt eigentlich ganz gut. Ja, dann ist es doch jetzt damals. Die Längeneinheit Yard wurde in Großbritannien im Jahr 1101 das erste Mal festgelegt als A. Standardbreite englischer Burgzinnen, B. Klingenlänge des
Kurzhandschwertes der königlichen Ritter oder C, der Abstand zwischen Nasenspitze und Daumenspitze von Heinrich I.? Keine Ahnung. Dann nehmen wir doch A, oder? Ihr nehmt A. Wir schauen jetzt gemeinsam auf die Lösung. Ist heute in etwa 0,9144 Meter. In Ländern, in denen sich das metrische System nicht durchgesetzt hat, wie in den USA, ist das Yard auch heute noch eine relevante Längeneinheit. Beim American Football zum Beispiel wird das Spielfeld in Abschnitte zu je 10 Yard eingeteilt. Seinen Ursprung hat die Einheit in Großbritannien. König Heinrich I. legte im Jahr 1101 fest, dass ein Yard so lang sein soll wie der Abstand zwischen seiner Nasenspitze und seiner Daumenspitze bei ausgestrecktem Arm. Ja, das also war's. Es bleibt bei 1000 Euro. Wir haben noch vier Kategorien. Was hältst du von total genial? Entscheid du mal. Wir nehmen total genial. Was hilft gegen Fußgeruch? A. Nachts Socken mit frischen Zwiebelringen tragen. B. Morgens die Füße mit einem dünnen Film Avocado eincremen. Nein. Oder C. Täglich frisches Mehl in die Schuhe streuen. C. Mehl in die Könnte Schuhe. Könnte es A sein? Legen wir erstmal zurück, denken später darüber nach. Wie findest du C? Mehl zieht Feuchtigkeit. Ich tippe auf C. Ja, genau. Also wir loggen C ein. Hier ist die richtige Antwort. Festes Schuhwerk und Wärme fördern das bakterielle Klima und lassen so unangenehmen Fußgeruch entstehen. Gegen diesen strengen Duft helfen tatsächlich frisch geschnittene Zwiebelringe. Mit Socken über Nacht getragen bewirken sie wahre Wunder. Alle Gifte und Chemikalien, mit denen der Körper in Kontakt kommt, werden durch die Zwiebel aus dem Fuß herausgezogen. Und der entstandene Zwiebelgeruch verschwindet ganz einfach nach der morgendlichen Dusche. Es bleibt bei 500 Euro. Wir haben noch drei Kategorien. Das nehme ich doch nochmal einen Stern, nehme ich jetzt. So. Oh, nö. Nö. Ich sag lieber noch nichts, aber ich würde auf das hier tendieren. Was? Nehme ich sehr gern. Wunder der Natur. Was ist das Besondere an dem Vulkan Kawah Ijen auf der indonesischen Insel Java? Seine Lava ist eiskalt. Sein Auswurf leuchtet blau oder es ist der kleinste Vulkan der Welt? Boah. Also B auf jeden Fall ausschließen. Sicherlich. Der kleinste Vulkan der Welt ist natürlich süß, finde ich. Also Lava eiskalt schließe ich aus. Gut, wir fragen das Publikum. Wir fragen das Publikum. Ach nein, wollte ich schon nicht. Wer glaubt, die richtige Antwort zu kennen? Wer es glaubt zu wissen, steht mal bitte kurz auf. Es können auch mehrere sein. Jetzt müsst ihr entscheiden, wer soll antworten. Du glaubst, die richtige Antwort zu wissen? Ja, ich glaube schon. Es ist eindeutig Antwort B. Darüber habe ich mal was gelesen. Das hat doch ihr eine entscheidet Kunst, euch für B. Aber die Frage bleibt, A, B oder C. Nur eine Antwort ist richtig. In der östlichen Provinz der Insel Java steht der Vulkan Kawah Ijen. Gerade in der Nacht lässt sich hier ein besonderes Naturschauspiel beobachten. Große blaue Flammenausbrüche schießen hoch in den Himmel. Doch was als blaue Lava bezeichnet wird, ist in Wirklichkeit kein Magma, sondern eine chemische Reaktion. Der heiße Schwefel reagiert beim Austritt an die Oberfläche mit Sauerstoff, der sich sofort zu einer blauen Flamme entzündet. Also, 500 Euro haben wir draufgepackt, 1500 habt ihr. Ja, alles gut. Zwei Kategorien und wir kommen zu eurer letzten Frage. Nehmen wir Sonne, Mond und Sterne? Ja, da sind wir uns auch einig. Oder wir hätten gerne Sonne, Mond und Sterne. So,
stellen. Welches seltene Naturschauspiel wird am 8. September 2040 am Abendhimmel zu beobachten sein? A. Vorbeiflug des Halleischen Kometen an der Erde. B. Polarlichter über dem Mittelmeer. Oder C. Fünf Planeten, die Sonne und der Mond in einer Reihe. Sagt dir C etwas? Du hast nicht, ob ich noch lebe. Wäre im Moment mein Favorit. Wäre B möglich? B würde ich ausschließen. Wie stehst du zu A? Das ist ja generell albern. Wir nehmen C. Okay, wir haben C eingeloggt. Und egal, welche Antwort jetzt richtig ist, wir bekommen auf jeden Fall spektakuläre Bilder. Weil nicht alle Planeten in einer Ebene um die Sonne kreisen, können sie nicht wie Perlen auf einer Schnur aufgereiht sein. Es ist aber möglich, dass sie, von der Erde aus betrachtet, in etwa derselben Blickrichtung stehen. Astronomen haben ausgerechnet, dass am 8. September 2040 die Planeten Saturn, Jupiter, Mars, Venus, Merkur und auch noch der Mond und die Sonne in etwa eine Reihe bilden werden. 16 plus, ja. 1000 Euro auf eurem Konto. Eine Frage haben wir noch. Im Labor. Mist. Welche Kugel springt am höchsten, wenn man sie aus einem Meter Höhe auf eine Stahlplatte fallen lässt? A. Eine Holzkugel, B. Eine Stahlkugel oder C. Eine Glaskugel? Oh. Ich glaube 4. Ich denke A. Also kann es eigentlich nur A sein. A ist eingeloggt. Wir überprüfen das jetzt. Wir lösen das jetzt auf. Ja. Das Material, das am wenigsten Energie verbraucht. Holz lässt sich relativ leicht deformieren. Beim Aufprall wird somit ein Teil der Energie in Wärme umgewandelt. Und Glas trägt beim Stoß Mikrorisse davon, die einen Teil der Energie aufzehren. Wenn Stahl auf Stahl trifft, dann handelt es sich um einen inelastischen Stoß. Die kinetische Energie wird also besser erhalten und die Kugel erreicht daher eine größere Rücksprunghöhe. Es bleibt bei 1500 Euro. Also, wir schauen mal ganz kurz auf den Kontostand. Das Team Bernhard, 1000 Euro auf eurem Konto. Das Team Elton, 1500 Euro. Die Masterfrage wird es auch heute wieder entscheiden. Denn gleich müssen beide Teams einen Betrag setzen, bekommen dann von mir eine Frage gestellt, müssen sich innerhalb von 20 Sekunden auf eine Antwort einigen. Und wer dann die richtige Antwort hat oder besonders clever gesetzt hat, der macht hier das Rennen. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Geografie. So, jetzt bitte ich euch um euren Einsatz. Beide Teams haben ihren Einsatz getätigt. Dann kommen wir jetzt zur Masterfrage. Nach wem wurde die Meeresstraße zwischen Feuerland und dem südamerikanischen Festland benannt? A. Vasco da Gama, B. Ferdinand Magellan oder C. James Cook? 20 Sekunden ab jetzt. Das ist die 4. Das ist ein Killset. Jetzt ist die Frage, was habt ihr gesetzt? Das Team Bernhard hat gesetzt. 1000. Das Team Elton. Wir schauen, was unsere beiden Teams getippt haben. Das Team Bernhard hat gesetzt auf Antwort A. Ich auch. Das Team Elton hat sich entschieden für Antwort A. Schauen wir auf die Auflösung. Die Magellanstraße verbindet den Atlantik und den Pazifik. Und Vasco da Gama, nachdem wurde was auch immer benannt, aber Antwort B zwischen Feuerland und dem südamerikanischen Festland, das ist die Magellanstraße. Das bedeutet, das Team Elton gewinnt.
Glückwunsch zum Sieg. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Wir sehen uns morgen Abend wieder, pünktlich um 18 Uhr. Ich hoffe, Sie sind wieder mit dabei. Ja. Tschüss, schönen Abend noch. Bis morgen. Ja, ihr Lieben, das war's mit dem Video. Wir haben 157 und ja, 16 Euro 30 je Zuschauer. Bisschen wenig, aber immerhin haben wir es geschafft. Bis zum nächsten. Ciao, ciao.